älteste Naturrennstrecke Deutschlands. Sie begrüßt hier jetzt den Yamaha R6 Dunlop Cup. Bevor wir auf das Rennen schauen, jetzt erstmal der Blick auf die Strecke und die Videos. Beide Superbike-Rennen, beide Supersportrennen, die 125er Seitenwagen und jetzt also den Cup. Das gibt's alles hier und wir schauen auf die Strecke. 3,805 Kilometer lang, 14 Kurven, 44 Meter Höhenunterschied und durchschnittlich ist diese Strecke nur 10 Meter breit, also ein richtiger Naturrennkurs. Markus Reiterberger gewann im letzten Jahr vor Ben Gethke und Luca Hansen und wir wollen jetzt direkt reingehen in die Startaufstellung und zwar auf die Übersicht wollen wir drauf schauen, wie denn das Ganze hier aussieht. Wir sehen das schon, die Piloten, die stehen schon am Start, Piloten und Pilotinnen, denn Lucy Klöckner konnte sich die Pole Position holen vor Alain Bonnet und zwar mit 0,770 Sekunden Vorsprung. Jesko Raffin, der Gesamtführende auf Position 3, dann Riedel, von Gunten, Merz, Weso, Antweiler und in Reihe 3 Kuhn Zählen, der ja ebenfalls in der IDM Supersport hier am Wochenende unterwegs war und Marc Buchner ebenso auf Startplatz 12, also beide mit einem Gaststart in der IDM Supersport. Insgesamt stehen 15 Runden hier auf dem Programm und Sie sehen schon, es hatte pünktlich zum Rennsonntag angefangen, richtig heftig zu regnen am Vormittag. Das Ganze hat sich dann über den Tag wieder ein bisschen, ja, sozusagen eingepegelt. Da wurde es komplett trocken und auch etwas schöner. Aber am Morgen, als der ADAC Junior Cup oder eben auch hier der Yamaha 6 Dunlop Cup auf die Strecke ging, da war es richtig, richtig nass. Diese Aufnahmen hier sind von Danny Merz. Er ja in der Startaufstellung auf Rang 6. Wir haben es gesehen, 1,32,453, 1,328 Sekunden im trockenen Training dahinter gewesen, hinter der Pole Position, hinter Lucy Klöckner. Also Klöckner, Bonnet, Raffin und Toni Riedel, das ist die erste Reihe. Das sind also gleich mal drei Mann, die durchaus in der Gesamtwertung noch gute Chancen haben, beziehungsweise ja auch führen. Jesko Raffin, er ist damit gemeint, er ist ja der Gesamtführende. Also Sie sehen schon, richtig schwierige Bedingungen, auch hier in der Warm-up-Runde durch die Seng hindurch. Und das Ganze ist natürlich auf dem Schweizer Dreieck alles noch ein bisschen schwieriger, denn im normalen Alltag fahren hier LKWs, Autos, Motorräder, Fahrräder, also alles, was irgendwie zum Straßenverkehr gehört, über diese Strecke drüber. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Stellen auf dieser Strecke, die für den normalen Verkehr gesperrt sind. Also die Piloten insgesamt sind es ja hier bei diesem Rennen 32, die rollen jetzt hier in Richtung Startaufstellung. Den Schleizer, beziehungsweise in der Nähe von Schleiz wohnten Sebastian Frotscher, den hat es genau hier in dieser Schikane getroffen am Freitag im freien Training. Da ist er abgestürzt vom Motorrad und hat sich dort das Radiusköpfchen, ich wusste bis dato gar nicht, dass es sowas gibt, gebrochen, wurde schon operiert und ja, im Moment liegt er also im Krankenhaus und konnte hier beim Rennen, beim Heimrennen nicht teilnehmen. Also insgesamt 15 Runden sind hier angesetzt für dieses Rennen und wir schauen jetzt auf den Start auf, während alle hier wieder angekommen sind. Vorne in der Mitte, das sehen Sie, das gelbe Motorrad, das ist Jesko Raffin, Toni Riedel daneben mit dieser schwarzen Maschine mit diesen leuchtend gelben Streifen. Ganz links Lucy Klöckner, die Polesetterin. Und wer kommt am besten weg? Mal wieder Jesko Raffin. Also Jesko Raffin, die Starts, die kann er richtig gut und bringt sich wieder in eine hervorragende Position. Und auf 2 schon unser Kameramann Danny Merz. Also auch er von Startposition 6 richtig gut weggekommen. Und wir sehen, alle kommen gut durch dieses erste Eck, durch diese erste Kurve. In der IDM Supersport war das ja ganz, ganz anders. Dann hoch hinauf zum Buchrübel und dann gibt es die Anfahrt in Richtung Stadt. Und da wollen wir natürlich wieder mit reinschauen. Allerdings erstmal noch der Start aus Sicht von Danny Merz. Wie gut er hier wegkommt. Hier Alain Bonnet rechts neben ihm. Auch der ist ein leichtes Opfer. Und ansonsten hat er nur noch Jesko Raffin vor sich, hinauf in der Anfahrt zum Buchhügel, allerdings auch nicht lange, also wir werden das gleich sehen, da ist er schon richtig nah dran und dann ging es links vorbei an Jesko Raffin und er übernahm die Führung hier gleich mal nach wenigen Metern und jetzt geht es hinunter in Richtung Stadt und Sie sehen schon, es ist wirklich richtig, richtig nass und das ist natürlich, ja, sowieso schon gefährlich hier runter zu fahren, aber natürlich im Regen sowieso. Dann geht's hinein in diese Schikane
Und am Ende der ersten Runde sehen Sie schon einen relativ großen Vorsprung für Danny Merz. Cesco Raffin auf Position 2. Den kann er im Moment auch noch behaupten, diesen zweiten Platz. Allerdings gerät er schon mächtig unter Druck. Und Danny Merz, ja, das sind schon 1,5 Sekunden Vorsprung nach nur einer Runde für ihn. Kann also hier die Führung sofort übernehmen. Kun Zelen und Alain Bonnet schon in der ersten Runde ausgeschieden. Also Alain Bonnet, den hatten wir ja gerade noch gesehen beim Start. Der kam hier nicht wirklich weit und Toni Riedel ebenfalls schon recht weit zurückgefallen. Wir haben es gerade gesehen, gut zu erkennen an dieser Maschine, an dieser schwarzen Maschine mit diesem leuchtgelben Streifen. Wir machen uns mal wieder ein bisschen auf den Weg mit Danny Merz hier durch die Stadtschikane, durch die sogenannte Kohlbach-Schikane. Da hat es beispielsweise auch Jörg Teuchert im Superbike-Rennen Nr. 1 getroffen. Und dann diese etwas blinde Ecke hier hinunter in Richtung Seng. So, dann das Anbremsen auf diese Schikane hinein in Richtung Querspange, also dieses Stück, was 2004 hier am Schleizer Dreieck eingebaut wurde. Bis dato war die Strecke ja viel, viel länger, fast doppelt so lang wie jetzt. Und dann die letzte Schikane. Da mussten kurzfristig noch Verbesserungsarbeiten durchgeführt werden am Wochenende. Und das hat sich doch als Problemfall hier erwiesen. Und dann hinaus auf Start und Ziel. Und dann sind 3,805 Kilometer auf der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands absolviert. Also nach zwei Runden, Sie sehen es, 3 Sekunden ungefähr Vorsprung für Danny Merz. Und dahinter die Konkurrenz noch richtig dicht gedrängt. Marc Buchner hatten wir beispielsweise mit dabei. Oder auch Lucy Klöckner dahinter. Und Cesco Raffin, der fiel etwas weiter zurück. Also der ließ es hier richtig vorsichtig angehen. Er natürlich in der Gesamtwertung vorne. Und das heißt natürlich, man muss konsequent und konstant Punkte sammeln. Am Salzburgring mit Position 7. Lief es ja schon nicht ganz optimal hier am Wochenende mit Startplatz 3. Konnte man schon zufrieden sein. Man war da optimistisch vor dem Rennen, hat gesagt, wenn es trocken bleibt, dann fahren wir auf jeden Fall auf das Siegerpodest. Dann wurde es aber nass und deshalb auch richtig schwierig. So, in der dritten Runde hat sich das Ganze jetzt hier schon deutlich auseinandergezogen. Also vorne die Führung von Danny Merz, die war klar, die hatten wir ja schon vorher im Bild gesehen. Aber auch dahinter wurden die Abstände größer. Hier haben wir Lucy Klöckner und Patrick Wieso. Marc Buchner, Cesco Raffin haben wir hier im Bild gehabt. Und dazwischen die 7. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Toprak Razgatlioglu aus der Türkei. So, auch etwas unerwartet, dass der so weit vorne hier zu finden ist. Und wir schauen mal, wo der denn überhaupt losgefahren ist. Also Startplatz. Ja, da müssen wir in der Liste schon etwas weiter nach hinten schauen. Auf Position 13, 1,33, 1,07, 1,982 Sekunden war sein Rückstand noch im Training. Aber im Yamaha 6 Dunlop Cup, da ist natürlich nicht nur Chancengleichheit, dadurch, dass die Motorräder relativ gleich sind, die Reifen relativ gleich sind, sondern das ist eben auch so, dass ab und zu die Piloten überhaupt noch nie im Regen gefahren sind. Und in dieser Saison war es ja überall trocken gewesen. Von daher ist das hier die Feuertaufe. Patrick Wieso mit der Startnummer 11, dann haben wir Buchner, dann hier die 7, Toprak Razgatlioglu. Und das komplette Feld hier. Wir schauen mal, also Ausfälle, wie gesagt, Kun Zelen und Alain Bonnet in Runde 1. Die beiden, die ja auch in der Gesamtwertung gut liegen, Alain Bonnet konstant ganz, ganz vorne zu finden und Kun Zelen ebenfalls mit einigen richtig guten Ergebnissen in dieser Saison. Also der hätte sich hier durchaus auch noch ein bisschen weiter nach vorne schieben können, beziehungsweise wieder rankommen können, aber da war in Runde 1 bereits Schluss. Jetzt sind wir in der fünften Runde, Ende der fünften Runde, und wir sehen immer noch Danny Merz ganz, ganz einsam und alleine vorne. Allerdings, das sollte mit ab
abtrocknender Strecke hier sich nochmal verändern. Das kann ich schon mal sagen. Es wurde am Ende richtig kurios und nochmal richtig spannend. Lucy Klöckner mittlerweile auf Position 3 und die 44, das ist Matthew Binns, der Kanadier. Marc Buchner kommt hier angedriftet. Dahinter auf Position 4 im Moment hat Gadlioglu auf der 5. Und dann haben wir Ville Valtonen mit der Startnummer 13 und Cesco Raffin, der Gesamtführende. Also trotzdem muss man sagen, trotz der schwierigen Verhältnisse hier am Schweizer Dreieck für die Piloten und Pilotinnen des Yamaha 6 Dunlop Cup, sehr, sehr diszipliniert sind sie da gefahren. Das war im letzten Jahr ja nicht so. Und da oben wird gelb geschwenkt und in Runde 6, Sie sehen das rechts am Bildrand, wird gelb geschwenkt, oben am Bruchhügel, ausgangs dieser Kurve. Da hat es den Nächsten getroffen und den Nächsten, der in der Gesamtwertung doch in aussichtsreicher Position liegt. Und das war Patrick Wieso vom Team Romero. Er in Runde 6 ausgeschieden, ist dort also am Bruchhügel gestürzt und damit auch für ihn das Rennen hier beendet. Also mal wieder, wenn es bei den Favoriten nicht ganz so läuft, nämlich zum Beispiel bei Cesco Raffin, der ja hier doch etwas weiter hinten als gewöhnlich unterwegs ist, dann erledigt das die Konkurrenz selber, dass er seine Meisterschaftsführung behalten wird. Merz, Lucy Klöckner jetzt auf Position 2, Matthew Binns auf der 3, Buchner, dann haben wir Razgatlioglu und dahinter haben wir dann Cesco Raffin und davor noch die 13 Ville Valtonen aus Finnland. Der kennt sich natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen besser aus mit solchen Verhältnissen. Es war allerdings, das muss man auch dazu sagen, nicht wirklich kalt hier am Wochenende, auch wenn das Wetter richtig schlecht aussieht hier auf den Bildern. Aber es war zumindest mal etwas wärmer, als es hier auf den Bildern rüberkommt. Toni Riedel fällt immer weiter zurück, also er ja von Position 4 gestartet aus der ersten Reihe. Er wird, das nehme ich mal vorweg, am Ende 23. werden. Also für ihn war es hier wirklich eine richtig schwierige Angelegenheit. Matthew Binns macht Druck auf Lucy Klöckner und die beiden, die kommen allerdings schon etwas näher ran wieder in Richtung Danny Merz. Cesco Raffin hier verliert auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Ville Valtonen. Mit dieser blauen Yamaha vor Cesco Raffin hatten wir ihn im Bild. Und hinter Cesco Raffin, da sind beispielsweise noch Robert Neubert oder Manu Antweiler unterwegs. Und wir haben Rennhalbzeit, also sind schon in der 8. von 15 Runden. Und Sie sehen das, der Regen wurde etwas weniger und deshalb wurde die Strecke auch etwas trockener. Also von trocken kann man noch nicht sprechen, aber zumindest sie wurde etwas trockener, hier das Schweizer Dreieck. Und damit wurde es, ja, in Anführungsstrichen, etwas einfacher zu fahren für die Piloten. Und wir sind mal wieder unterwegs mit unserem Kameramann, mit Danny Merz, mit dem Führenden hier dieses Rennens. Super Start erwischt von Position 6, dann gleich oben am Bruchhügel sich die Führung geschnappt von Cesco Raffin und jetzt führt er dieses Rennen locker an. Im Moment zumindest dreht seine Runden hier wie ein Uhrwerk durch die Schikane. Da gibt es relativ hohe Randsteine, also da sollte man nicht draufkommen und schon gar nicht im Regen. Aber er meisterte das alles bis dato hervorragend. Trotzdem, ich kann Ihnen schon versprechen, das Ende dieses Rennens wird ein kurioses sein. Also das gab es zumindest in den 4,5 Jahren, in denen ich durchgängig bei der IDM unterwegs bin und damit natürlich auch den Yamaha 6 Dunlop Cup verfolge, das gab es meiner Meinung nach überhaupt noch nicht. Und hier sind wir dann wieder auf der Startzielgeraden, haben die 8. Runde damit jetzt also auch absolviert und dahinter sehen wir Matthew Binns vorbei, wieder an Lucy Klöckner, wieder auf Position 3 gefahren, Marc Buchner dahinter auf Position 4 und Razgatlioglu auf Position 5. Also die haben sich da schon näher rangeschoben. Da war schon mal wieder eine Attacke von Lucy Klöckner zu sehen, die ja unter der Woche noch in Hockenheim testen war und sich dort auf eine Wilbers BMW geschwungen hat, also auf ein Superbike. Und da kam dann
letzten Endes raus. Man hat die Absicht, dass Lucy Glöckner im nächsten Jahr für Wilbers BMW in der IEM Superbike an den Start geht. Da ist sozusagen eine Absichtserklärung unterschrieben worden. Und da hängt es jetzt nur noch an der Finanzierung seitens Lucy Glöckner. Und wenn das alles wasserdicht ist, dann wird der Vertrag erst unterschrieben. Aber wir freuen uns da jetzt schon, wenn das Ganze wirklich dann so kommen sollte, dass nach Nina Prinz wieder eine Frau in der IDM Superbike unterwegs ist. Und ich glaube, Lucy Glöckner dürfte da auch durchaus für Furore sorgen können. So, jetzt wieder die Spitzengruppe. Wir haben sie deutlich näher zusammen. Also die Abstände relativ gleich zwischen den einzelnen Fahrern, aber der Vorsprung von Danny Merz nicht mehr ganz so groß wie noch vor wenigen Runden. Also die ersten vier, da dürfte sich vielleicht dann doch noch was tun und man hatte so das Gefühl, dass Danny Merz langsam aber sicher etwas aufpassen muss, dass die Verfolger nicht komplett aufschließen und es da noch Attacken gibt. Cesco Raffin, für ihn, ja, weiterhin ein etwas schwierigeres Rennen auf Position 7. Manu Antweiler mit der 17 hatten wir hier momentan noch im Bild gehabt. Er auf Position 9 unterwegs. Direkt hinter dem Chemnitzer Robert Neubert. Und jetzt kommen wir schon in die Endphase dieses Yamaha R6 Dunlop Cup Rennens, also es geht nicht über die kompletten 15 Runden, das nehme ich schon mal voraus. Zu diesem Zeitpunkt Emrah Kigan mit der 27, gerade im Bild gewesen, hinter Toni Riedel, der nächste türkische Vertreter hier im Yamaha R6 Dunlop Cup. Wir sind wieder unterwegs mit Danny Merz und da gibt es schon die Überrundungen und diese Überrundungen, die sollten noch wichtig werden. Also schön Platz gemacht dort vom aktuell Letztplatzierten, das ist Baris Tok, ebenfalls aus der Türkei, Teamkollege ja von Razgat Leoglu. So, die ersten vier sind über die Linie, Lucy Glöckner hinter Marco Buchner zurückgefallen und wir sehen hier also dieses Duell in Runde 11. Das Ganze schon mal im Hinterkopf behalten. In Runde 11 das Ganze. Ville Valtonen, der Finne, dann Cesco Raffin, Robert Neubert und dahinter dann die 17 Manu Antweiler. Dann haben wir mit der 41 beispielsweise noch Marc Kreuzfeld, Patrick Kosniak mit der 69 aus Polen und Andreas Klammbauer mit der 34 hatten wir ebenfalls gerade noch im Bild gehabt. Diese blaue Yamaha war das. So, also wir sind in Runde 11 und damit müssen wir uns jetzt wirklich richtig konzentrieren, was jetzt alles auf der Strecke los sein wird. Also, während wir noch hinten ins Feld schauen, da gibt es also auch noch Attacken. Das war der Teamkollege von Lucy Glöckner, Frank Jurisch. So, hier haben wir wieder die Spitzengruppe und wir sehen alle vier noch dabei. Danny Merz immer noch in der führenden Position, dahinter auf Position 2 der Kanadier Matthew Binns. Lucy Glöckner wieder an Marc Buchner vorbeigegangen. Dieses Bild bitte genau einprägen, denn so werden wir sie hier nicht mehr sehen am Ende von Start und Ziel, denn Lucy Glöckner, die sollte in dieser Runde nämlich stürzen, in der Anfahrt auf die Stadtschikane, also bergab in dieser Passage, die wir vorhin ja schon von Danny Merz schön gefilmt hatten, Robert Neubert an Cesco Raffin vorbei, ja, und genau da sollte sie stürzen und zu einem Überfluss auch noch Öl verlieren. Und wie das nun mal beim Öl so ist, wenn es nass ist, wenn die Strecke nass ist, dann ist dieses Öl erstens schlecht zu erkennen und zweitens läuft noch schön breit. Und das sollte dann auch alle anderen noch beeinflussen und deshalb gab es dann letzten Endes dieses kuriose Endergebnis hier bei diesem sechsten Saisonlauf des Yamaha R6 Dunlop Cups. Also hier schauen wir noch auf einen zu überrundenden Fahrer und haben jetzt hier die Spitzengruppe. Danny Merz vor Matthew Binns, Lucy Glöckner fehlt, das hatte ich gerade schon angesprochen, und Marc Buchner im Moment mal auf Rang 3. Der könnte sich also im Moment über einen Podestplatz freuen, Razgat Leoglu über Rang 4 freuen. Dazu müsste das Rennen allerdings weitergehen.
Was dann allerdings passierte, werden wir auch gleich noch im Bild haben. Das war eine Überrundung von Ville Valtonen. Und Jesko Raffin muss sich hier dann auch schon gegen Manu Antweiler strecken, um zumindest mal seine im Moment 8. Position zu halten. So, jetzt sind wir mit dabei. Anfahrt statt und schauen Sie mal auf die rechte Seite. Da kommen gleich gelbe Flaggen. Beziehungsweise werden wir da gleich gelbe Flaggen sehen. Und das ist dann genau die Stelle. Hier links, gelbe Flaggen. Achtung, hier die Stelle, wo Lucy Klöckner gestürzt war. Und dann passiert genau das hier. Auf Öl ausgerutscht, Danny Merz, der Führende, rutscht ebenfalls weg. Und das in der Anfahrt zur Stadtschikane. Und damit blieb dann nur noch Marc Buchner übrig. Denn auch Matthew Binz, der stürzte ebenso genau an der gleichen Stelle. Marc Buchner hatte Glück, hat gemeint, es ist schon ordentlich rutschig gewesen. Ich konnte es gerade noch so abfangen. Und er konnte als einziger weiterfahren. Jetzt wurde das Rennen aber abgebrochen. Und beim Yamaha R6 Dunlop Cup muss das Ganze so sein. Die letzte Runde, in der alle in der gleichen Runde waren, beziehungsweise zumindest mal ja, von den Überrundungen her, dass das so passt. Deswegen wurde das hier dann in Runde 11 gewertet und am Ende standen alle drei, die abgeflogen waren, auf dem Podest. Danny Merz gewinnt also vor Matthew Binz und Lucy Klöckner, dann Buchner, Ville Valtonen auf Rang 6, wir haben alle gesehen, und Jesko Raffin nur auf Position 8. Hier die Position 16 bis 29 und dann noch unsere drei Ausfälle, die es im Rennen dann wirklich gab, vor dem Abbruch, Patrick Wieseau. Den hatten wir gesehen oben am Bruchhügel, zumindest die gelben Flaggen hatten wir gesehen. Und dann ebenso noch Alain Bonnet und Koen Seelen. Und damit, also dieses kuriose Ergebnis in der Gesamtwertung, weiterhin Jesko Raffin vorne, konnte seine Führung sogar noch ein bisschen ausbauen, hat jetzt also Vorsprung vor Lucy Klöckner, Alain Bonnet und Danny Merz jetzt neuer Vierter.